Na, das war ja wohl schwach. Na, wäre natürlich episch gewesen, wenn ich ihn jetzt beim ersten Mal geschafft hätte. Ja, apropos großer SC. Kevin hat den auch immer gut genommen. Also, der Kevin, von dem ich eben erzählt habe, ist auch nicht gleichzusetzen mit dem Kevin, gegen den ich das Video von Regenbogen hochgeladen habe. Den Kevin, den ich meine, der ist danach in NDK gegangen und mittlerweile, ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Ich weiß es wirklich nicht. Es tut mir leid, Kevin, falls du das Video sehen solltest. Ja, ich weiß es einfach nicht. Tut mir leid. Oh ja. Toll gemacht, Sozi. So ordnet man sich und den Gegner. Einen Grünen habe ich noch. Der wird jetzt weggespammt. Oh. Ja. Macht einfach die Augen zu für dieses Rennen. Ihr habt nichts gesehen. Und so. Ja, das war jetzt irgendwie taktisch geil. Er bleibt auf dem ersten stehen, will SC ziehen und ich lege ihm auf dem zweiten eine Banane hin. Solche Situationen findet man nicht oft. Kann ich schon mal getrost sagen. Aber anscheinend hat er drei Pilze. Oder er hat noch einen Pilz nachgezogen. Ja. Aber ich will mich mal nicht beschweren bei meinem Item-Luck eben. Das war ja echt heftig in dem einen Rennen. Wenn ich ihn dann noch geholt hätte. Ja. Ich hätte mir genau wie auf Pilzschlucht ein Ohr abgebissen. Nein, das war nicht Pilzschlucht, das war Regenbogen. Ich glaube, es war Regenbogen. Irgendwie sowas. Aber ich sag mal so, ein 5-3 hört sich immer besser an als ein 4-4. Ein 4-4 hört sich immer danach an, dass man einfach nur derbe rumgelackt hat und nichts kann und ja. Sowas in der Art. Wobei Non-Item dann auch immer ein bisschen höher angesehen werden sollte. Eigentlich. Ja. Weil man in Item ja immer in seine eigenen Items reinfährt und das ist ja total unfair und sowas. Da kann man ja nicht von Skill reden, wenn man seine eigenen Items reinfährt. Das ist ja ganz normal. Weil hier habe ich auch was hingelegt. Und da hinten habe ich eigentlich auch was hingelegt. Und habe ich nicht? Oder ist er da reingefahren? Ja, das war knapp. Ich muss mir jedenfalls dringend merken, wo ich Items hinlege, sonst passiert genau das, was eben passiert ist. Und ich weiß jetzt genau, dass in der letzten Kurve noch was liegt. Das heißt, dieses Mal. Okay, jetzt hat er entweder den großen SC probiert. Oder. Er ist tatsächlich den kleinen gefahren, obwohl der zugelegt war. Hä, wieso liegt da jetzt nichts mehr? Ich verstehe es nicht. Bin ich jetzt irgendwie blöd geworden oder so? Naja, das liegt wohl am Rennen. Aber. Ich denke auch mit diesem mehr oder weniger gelungenen 5 zu 3 kann man leben. Ich bin jetzt nicht unzufrieden oder so. Es hält sich in Grenzen. Ja, damit können wir den Montag doch getrost abschließen. Zumindest mit Videos oder Let's Plays. Es sei denn, ich mache wirklich noch gegen Sanji ein Video, aber das werde ich wahrscheinlich dann erst in der folgenden Woche bei zwei anderen Matches machen. Aber dann gibt es vielleicht sogar ein Special mit doppeltem Video. Doppelter Strecke. Also immer zwei Strecken halt. Ja, danke schön. Ja, danke fürs Zugucken, Zuhören mal wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nochmal gegen jemanden zuzugucken, wo es etwas knapper wird. Aber im Endeffekt habe ich ja trotzdem gewonnen. Das heißt, alles langweilig und so weiter. Ob ich demnächst wirklich einmal ein Match verlieren werde, wird sich dann zeigen. Verfolgt einfach weiter meine Videos und abonniert mich ganz fleißig und alles. Danke jedenfalls für eure rege Teilnahme an meinen Videos, was heißt Teilnahme? Zugucken halt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.